letzten Video. Und so geht es weiter. Okay. Das sind komische Viecher. Ja, will ich die denn jetzt töten oder will ich jetzt hier durchrennen? Ich probier's mal. Aber die sehen komisch aus. Ach, scheiß drauf, ich renne jetzt hier einfach mal durch. Und guck mal, was passiert, weil ich meine, wenn ich sterbe, dann weiß ich jetzt, wie ich da hinkomme. Und guck mal da hinten. Ah, das sieht mir aus wie eine Arena hier, hä? Was denn? Was denn? War das eine Waffe? Na, wen haben wir denn da? Dieses Drecksvieh, wo man sterben musste dagegen. Boah, das wird mir ja eine Freude, das Vieh umzuhauen. Aber gut, ob wir das jetzt gleich schaffen, ist halt die Frage. Das weiß ich nicht. Wäre cool, aber... Sehr hat der Schuppen los, alles klar. Guck mal, was ist denn das hier? Okay. Hat irgendwie gar nichts gebracht. Einfach nur kaputt gemacht. So, schauen wir mal. Oh, da sendet solche komischen Krabben los. Der macht ja wieder diese Kristalldinger, ne? Ich würde den jetzt erstmal irgendwie... Okay. Sehe ich mal die Reichweite. Jetzt kann ich doch bestimmt drauf zurennen, hoffe ich. Aber wir machen mal gut Schaden an den. Au, au. Der aber auch an uns. Oh ne, das war das Vieh. Okay, jetzt sind wir down wahrscheinlich. Ne, noch nicht. Heiltrank schnell. Heiltrank. Ja gut, aber den schaffen wir. Den schaffen wir auf jeden Fall. Ich muss sie natürlich jetzt erstmal kennenlernen. Und die Krabben sind ja eklig. Ah, die sterben auch an den Kristallteilen. Okay. Würde mal interessieren, was das war, was ich da zerhauen habe. Aber wenn man das zerhauen kann... Naja, gucken wir mal, ob es jetzt hier ganz ist. Kostet ja nichts. So, ich werde jetzt mal noch keinen Cut setzen. Ich werde jetzt mal das jetzt mal durchgehen, was wir jetzt hier gelernt haben. Ja gut, was haben wir gelernt? Er kann diese Kristalldinger halt machen. Und da müssen wir wahrscheinlich gucken, weil man kann die auch nicht blocken oder so. Die hat ja, da ging sie mir auch schon mal gestorben quasi, wo wir nicht an den rangekommen sind. Dass wir da immer auch so Range bleiben. Weiß nicht, ob es dann vielleicht am meisten Sinn macht. Wahrscheinlich warten, bis er das castet, dann drauf. Zwei, dreimal zuhauen und dann vielleicht wieder wegrennen oder so. Das könnte Sinn machen. Weil er scheint ja mit den Dingern noch eine gewisse Range zu haben. Er kommt damit ja nicht ganz an die Höhle ran. Oder an die Höhle, sag ich schon, an Rand ran. Und wenn wir dann da stehen und er castet, das können wir dann auf ihn zulaufen sozusagen. So stelle ich mir das gerade vor. Muss mal gucken. Auf jeden Fall machen wir ganz gut Damage. Wir haben den, glaube ich, pro Schlag 5% oder so abgezogen. Also müssen wir so 20 Mal treffen mit schnellen Schlägen. So 20 bis 25 Mal. Bin ich ja sehr zuversichtlich, dass wir den jetzt mal gucken. Wir packen den auf jeden Fall. Ich will den doch in der Session schaffen. Das war ja eigentlich mein Ziel gewesen. Und für euch ist das ja jetzt ist ja noch nicht so super viel Zeit vergangen. Ich spiele ja schon wieder eine Stunde. Ja, aber ich darf halt wahrscheinlich, naja, weiß nicht, ob ich die Hälfte rausschneide. Aber es könnte auch hinauslaufen, dass ich bestimmt 20 Minuten rausschneide oder so. Weil immer diesen Weg hier halt. Aber es ist ja jetzt easy hier. Ist ja wirklich easy peasy. Wenn man es einmal weiß, ne? Wow, 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 ach ja, ich denke jedes Mal, ich fahre ja runter. Die haben auch schon Panik. Oh, jedes Mal denke ich, jedes Mal vor allem, das war jetzt das zweite Mal, aber das letzte Mal habe ich es auch schon gedacht. So, ich würde trotzdem gerne mal eigentlich so eine Krabbe töten, weil ich mir würde mal interessieren, was so eine Krabbe bringt. Ich esse gerne Krabben, wirklich gerne. Allgemein großer Fan von Meeresfrüchten. So, da vorne eine würde ich dann gerne mal töten. So, das sind so viele. Ja, die hauen noch übelst gut Damage rein. So, guck mal her. Eieiei, die halten auch gut was aus. Ey, die werden mal interrupted oder was, wenn ich die haue. Cool. Und? Und? Die bringen gar nichts. Ist da irgendwas drin, ne?
Ging's daneben? Funkeltitanit. Okay. Das ist doch hier, was ich brauche. Das sind 9000 Seelenpunkte, die ich jetzt geschenkt bekommen habe. Also wenn ich jetzt meinen Schmied kaufen würde. Au. Bitte nicht sterben. Ich renne mal kurz weg hier. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Dass ich mich mal hochheilen kann. Ja, das lohnt sich ja dann natürlich. So, Heiltrank. Aber mit dem Rücken dahin stellen ist auch dumm. So, kommst du nicht hier durch, oder was? Wenn die jetzt alle Funkeltüter nicht haben, wäre es natürlich awesome. Ah, die bringt doch 10 Punkte. 1000. Ja. Aber wenn ich jetzt hier Funkeltitanit von jedem bekomme. Ne, da war jetzt nichts. Okay, da war das Glück gewesen. Und der hier auch nicht. Oder droppen die das nur einmal? Das sieht schon krass aus. Ein bisschen was von hässlichen Jakobsmuscheln oder so. Naja, gut, keine Ahnung. Ich will jetzt den Boss machen. Aber immerhin, das ist ja gar nicht so schlecht mit den Funkeltütern, das freut mich. Müssen wir bald dann echt mal wieder hier zu dem Riesenschmied rennen. So. Also ist er oh, jetzt kommen die hinterher. Nee, boah, ich hab schon Schreck bekommen. So, gucken wir mal. Nein, 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 das ist noch nicht drauf. Der verkrasselt doch jetzt, oder? Nee, tut er nicht. So, jetzt, wir probieren es einfach mal. So, weg. Okay, da sind wir ausgewichen. Wow, okay, das haben wir geblockt. Drauf. Ich mach keinen Schaden an dem, guck mal. Mache ich keinen Schaden an dem. Ich habe den doch schon ganz oft getroffen. Wieso mache ich keinen Schaden an dem? Ah, ich muss erst das Schwert kaputt machen, oder was? Was sagt das doch? Ist erstmal Heiltrank? Das sieht aus wie ein Schwert oder so, ich weiß es nicht. So, jetzt kann ich wahrscheinlich angreifen. Ja, jetzt müsste jetzt geht's wahrscheinlich. Wow. Okay. So, jetzt renne ich drauf zu. Probieren wir es mal. Jetzt mache ich Schaden. Ausdauer. Ausweichen. Ah, zu gierig, zu gierig, zu gierig. Komm ich noch raus? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Aber wir hatten den noch 50%. Gut, das muss ich mir merken. Ah, das war echt zu gierig. Also das kann man vergessen. Wir müssen das so machen, wie ich es gesagt hatte. Wir müssen das so machen, wie ich es gesagt hatte. Wir müssen angreifen. Also erst das Schwert kaputt hauen. Ich denke mal, ich nenne es einfach mal jetzt Kristallschwert. Ich nenne es einfach mal Schwert. Wir müssen das Schwert kaputt machen. Und im Anschluss können wir denen dann erstmal Schaden machen überhaupt. Ja, der nimmt ja gut Damage. Wir hatten ihn jetzt auf 50%. Und wir waren einmal dran gewesen. So, dann ran. Dann vielleicht 3-4 Mal zuhauen. Dann machen wir mal 3-mal zuhauen. Und dann wegrennen einfach. Und sobald er das wieder gecastet hat, den Scheiß wieder draufrennen. Das wäre jetzt mein Plan. Das wäre jetzt mein Plan. Und wir haben ja, ist ja optimal, wir sollten vielleicht mal gucken wegen Rüstung, ob wir irgendwas gegen Eis haben. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie Eis-Damage macht. Frost-Damage. Ich denke mal, hä? Und, ja, bestimmt, bestimmt. Oder... okay, Leute. Ich setz mal einen kleinen Cut, ich esse erstmal was oder so.
Das ist mir ja gerade so dumm. Ich guck nochmal ganz kurz, wegen der Rüstung hier. Hier. Wow. Das Gewicht ist auch nicht so hoch. Wie hoch ist denn das Gewicht von dem Ding? Okay, nur 3,9. Östliche Rüstung. Ja, aber ich werde schon schnell sein. Aber auch die Magieabwehr ist richtig geil. Das würde sich natürlich gegen das Vieh lohnen. Was haben wir hier für eine Magieabwehr nochmal? 33, 19, 24. Es gibt gar keinen. Es ist einfach nur, zählt das als Magie wahrscheinlich. Feuer ist es nicht, Blitz ist es auch nicht. Dann wird es Magie sein. Blut, Gift, Fluch wird es auch nicht sein. Also ist wahrscheinlich Magie. Da haben wir hier 33. Was hat denn da? Kristallrüstung. Oh, es ist physisch. Ich weiß es nicht. Das sind ja Zauber. Von daher. So, ich will mal gucken, was hat denn Habelsrüstung hier nochmal? 56. Das ist schon ziemlich nice, hä? Diese schmutzige Robe. Vor allem dafür, wie viel die wiegt. Das geht ja eigentlich. Ja, halt hier, eine schmutzige Robe. Na. Ja, die hier. Ah, die wiegt halt noch zu viel. Kann ich halt nicht tragen. Wie viel dürfen wir haben? Also jetzt kommen wir auf 120. Also 2,5 mehr ungefähr dürft man haben. Okay, dann machen wir es so. Wie gesagt, ich setze jetzt eh einen kleinen Cut erstmal. Ich mache mal eine kurze Pause, esse irgendwas und so. Und dann kann ich mir in Ruhe nochmal angucken, vielleicht ob die Handschuhe oder so vielleicht was taugen und ob ich die tragen kann. Also bis gleich. So, Leute, machen wir weiter. Ganz kurz, was ich jetzt angezogen habe. Ich habe jetzt einfach nur die Stulpen der Kanalisierer angezogen. Die sind, wiegen nicht sehr viel mehr. Also wir können jetzt noch immer noch sehr schnell rennen und sind mit Abstand besser als, also wir haben hier... Mal kurz zeigen, so sind die Eigenschaften und die davor, die waren sehr, 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 sehr viel schlechter. Hier, sieht man. Also das macht einiges aus auf jeden Fall nochmal, was zumindest das Handschuh angeht. Mehr habe ich jetzt aber nicht geändert. So, gut, dann werde ich jetzt hier an dieser Stelle dann wieder einen Cut setzen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich beim Boss bin. Also, bis gleich. So, kurz, ganz kurz hier, ich habe hier was entdeckt, ich bin einfach hier wieder langgelaufen und dann nach links aber gegangen, anstatt rechts, wo man direkt zu den Krabben kommt. Hier haben wir noch eine Leiche. Yay, Seele hält. Ich glaube, die bringt einiges, ne, die bringt irgendwie so 8 oder 10.000 oder so, ich weiß es nicht. So, gut, aber jetzt, rennen wir einfach wieder durch. Wobei ich das ja mit dem Funkeltitan nicht schon nice fand, aber die haben wahrscheinlich nur eine gewisse Drop-Chance, also lasse ich das jetzt. Ich will jetzt erstmal den Boss schaffen. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Eieiei, komm mir aber nicht zu nah, bitte. Oh, ist das eklig, Mann, mit diesem Mund, ey, wo man dann in der, mit der Kamera drin ist. So, jetzt erstmal wieder zum Schwert. Ich hoffe, ich schaff's irgendwie. Da hinten ist es. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal schnell gucken. So. So, dann warten wir erstmal, bis er den Scheiß wieder macht. Na komm. Jetzt lässt sich aber ganz schön Zeit. Da kommt immer näher. Macht er die ganze Zeit jetzt gar nichts. Ich würde auch gerne mal sehen, woran er erkennt, dass er das macht. Okay, ich gehe jetzt mal drauf. Okay, weg. Ich bin voll reingesprungen. Weg. Okay, jetzt kann ich draufhauen. Weiter. Und jetzt wieder weg. Gehen wir mal in die Richtung. Alter, ist das übel. Okay, wir leben noch. Halt Rang schnell. Noch einen gleich. Drauf. Weg.
Okay, das sieht ganz gut aus erstmal. So, jetzt kommen wir gleich wieder drauf. Mit dem Ausweichen kann man da auch mal erstmal gut noch gegenwirken, wenn die scheiß Kristalle da sind. So, weg. Ausdauer. So, jetzt macht das wieder. Ne? Ne, jetzt macht er den Scheiß. Ah, okay, der macht das damit. So, jetzt drauf. Komm, komm, komm. Ich hau den jetzt down. Bam, Alter, in your face. Komischer Schuppi. Richtig nice. Fürstenseelenscherbe. Ihr habt gesiegt. Okay, geil. Und Menschlichkeit. 1. Mal sehen, 10 Punkte. 60.000. Okay, das freut mich. Puh. Ging aber. Mann. So, Leuchtfeuer entzünden. Ja klar, machen wir mal. Das gehen wir jetzt gleich mal. wir skillen jetzt erstmal. Und reparieren vielleicht mal unsere Ausrüstung. Ich weiß es nicht. Mal erstmal aufsteigen. Auf jeden Fall nice, dass wir geschafft haben. Das lief ja jetzt doch, ging ja jetzt leichter. Also es ging ja jetzt doch recht easy dann, wenn man sich ein bisschen Zeit gelassen hat. Und der Damage, den wir machen, der ist ja auch ziemlich gut, finde ich. Also von daher passt das ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Puh. Ich würde erstmal weiter noch Konditionen machen. Machen wir erstmal Konditionen wie auf 40 oder so. Wow, guck mal, die Belastung geht 1,8 Punkte nach oben. Das ist nice. Wir können 2 Level machen. Cool. Gib mal 3,6 Punkte dazu. In Belastung. Machen wir einfach mal. Ja. So. Jetzt haben wir noch 4000 Punkte. Nun denn. Das schauen wir mal. Was ist denn hier jetzt? Achso, stimmt, das war ja das Ding, was wir hier umgekloppt hatten. Ja, da war ja was. So, da müssen wir jetzt erstmal wieder rauskommen. Ah, geht's jetzt? Ah, wir können das so teleportieren, genau. Genau. Und das war jetzt, ach genau, wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal dahin. Es war jetzt so ein Vieh gewesen, was wir töten mussten. Deswegen teleportiere ich mich jetzt mal. Zum Feuerbandschrein. Und dann gucken wir mal, ob wir da jetzt was abgeben können. Das würde mich mal interessieren. Und ihr hattet mir auch in die Comments geschrieben, ich soll jetzt mal in die Untotenhöhle schauen. Und das können wir ja direkt mal im Anschluss dann machen, wenn man wollt. Ich hätte Lust drauf. Ich hoffe, das müsste jetzt ein Bossmob gewesen sein, von denen, die wir töten müssen. Das müsste einer gewesen sein. Oh, sonst bin ich immer falsch gelaufen, wenn ich hier hin wollte. Jetzt laufe ich falsch, wenn ich zu dem Vieh will. Hier lang. Ah, oh, da pennt der Gute. Hallo. Ey. Ach, jetzt kommen wir nicht runter, oder was? Ich will den jetzt auch nicht hauen. Nee, hauen kann ich den nicht. Scheiße. Was machst du denn da jetzt? Muss ich wahrscheinlich erstmal die restlichen Viecher töten, bis er wieder aufwacht. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären. Na gut, dann gehen wir erstmal jetzt in die Untotenhöhle. Schauen wir mal. Und dann haben wir ja auch noch diesen Dungeon da vor uns. Was ist denn das eigentlich jetzt hier, was der jetzt hier getroppt hat gerade? Das war ja auch ein komisches, krasses Item. Ah, natürlich! Ja, das ist... Ja, jetzt hab ich's. Das ist natürlich... das Ding war dafür, dass wir das dann die Schale hauen können. Jetzt hab ich's. Okay, wie gesagt, ne, heute ein bisschen verpennt noch. Heute zu wenig geschlafen, sozusagen.